Ja, hallo und herzlich willkommen bei Brad und Matthias. Schön, dass alle dabei seid zum Top-Devote. Ja, Team of the Year steht an und ab heute ist es soweit, oder ab gestern Abend, wenn ihr das Video schaut, weil es ist Freitag und gestern Abend sind die Dottis zu nominieren herausgekommen. Dazu könnt ihr auf die Webseite von Yay gehen, die schaut dann so aus, wie wir gerade einblenden. Da steht dann fancy mit coolem Logo Team of the Year und ihr könnt dann Spieler wählen, die ihr nie ziehen werdet. Oder? Fragt den Sancho vom letzten Jahr. Ihr macht es am ersten Tag an Totti Mané auf. Schaut euch das Video dazu an auf meinem Kanal. Sucht es mal. Sucht es einfach. Und wir schauen das Ganze an. Und anstatt die ganze Nacht durchzustreamen, machen wir heute ein Totti-Nominee-Wahl. Und ich werde jetzt da im Video für euch das Ganze oder für mich das Ganze voten. Du musst einmal dazu stimmen. Und dann kannst du abstimmen. So, ihr könnt dann jeweils unten nachschauen, welche Spieler es da gibt. Also, sieht man da genau? Ja, also ist jetzt da. Ihr könnt dann Alisson, Courtois, Ederson, Radetzky, Mandanda, Navas, Neuer, Asebi und so weiter. Das haben wir dann schon bei den Spielern beim Asebi. Das sind schon die Verteidiger. Arnold, Amavi, Angelino, Davis, De Vrij, Ginter, Hernandez. Hummels, Jesus Navas, Jordi Alba, Kimbembe, haben wir irgendwann vergessen, Laporte, Marquinhos, Roberts, Sergio Ramos, Thiago, Van Dijk und kein Alaba. Warum auch immer kein Alaba? Es gibt jede Vollgurke, aber kein Alaba als Verteidiger. Dann lassen wir, dann voten wir nicht. Dann voten wir nicht! Wie kann das sein? Wie? Nicht einmal zur Auswahl steht er. Hallo? Das ist mein. Nein. Kein Alaba! Für was spielen wir in der FIFA, wenn wir kein Alaba bekommen können? Dafür können wir Aua kriegen. Bruno Fernandes, De Bruyne, Fekir, Gomez, Gosens, Guerrero, Henderson, Kimmich, Kovacic. Also das ist schon Alaba, mögen's nicht. Groß, Alberto, Merino, Parejo, Sanchez, Savitzer, Son. Also da wissen wir schon, wie ich voten werde. Stindl, Thiago. Thiago war ziemlich gut, gell? André Silva, Ben Yedder, Benzema, Caputo, Cristiano Ronaldo, Di Maria, Dybala, Grealish, aber kein Alaba, Haaland, Immobile, Ings, aber kein Alaba, Insigne, Felix, Cosello, Kane, Kramaric, Lewandowski, Mané, Mbappé, Messi, Neymar, Salah, Sterling, Suarez und Vardy. Und das war's. Und jetzt gehen wir mal voten. Also es gibt ziemlich viele Spieler zur Auswahl. Die gibt es mal wieder alle in den Backs. Dann auch zum Ziehen als Totti-Nominee. Und steht irgendwann, wann das Tot kommt. About the vote. Nope. Ja, ich würde sagen, wir fangen mit dem Tormann an. Da müssen wir jetzt einen bestimmen. Und das ist ganz klar. Der Neuer. Weil keiner war so gut wie der Neuer. So, muss ich das so machen? Jupp. Neuer war für mich unglaublich, also allein im Champions League Finale und so, unglaublich, wirklich. Also nicht nur im Champions League, aber jedes Spiel in der Champions League, der hat alles gehalten, hat die Bayern immer im Spiel gehalten. Und gleich Davis, ich finde, er ist nicht der beste Linksverteidiger vielleicht, aber ich finde, er hat es verdient. War unglaublich, was er so gespielt hat. Rechtsverteidiger würde ich wahrscheinlich Arnold wieder wählen. Ich glaube, dass der Meister und war ziemlich überragende Saison von ihm. Innenverteidiger muss ich sagen, da verstehe ich die Auswahl überhaupt nicht. Also außer sonst zu den Verteidigern verstehe ich die Auswahl überhaupt nicht. Also in dem Fall nehmen wir halt Van Dijk und Roberts und Sergio Ramos. Ich hätte unbedingt einen Alaba genommen, aber ja. Wir reden von meiner Wahl. Für mich persönlich ist halt der Bruno Fernandes unglaublich gut gewesen in dem Jahr. Wirklich. Kimmich und der dritte im Bunde, ja, also wer soll es denn anders sein? Savitzer, bester Spieler, wenn du mich fragst, der Bundesliga. Unglaublicher Spieler, nein, super, also Alaba ist einfach top und ja, Alaba, Savitzer, ja, was, ich hätte Alaba so angebotet. Nein, ich finde Savitzer, komm, der hat es verdient, würde ich gern ziehen. Als Totti, ist ein Community-Vote, was erwartet jetzt von mir? Jetzt wenn alle Ben Yedder wählen, der es überhaupt nicht verdient hat, da ist es jetzt echt schwer bei den Stürmern. Also, aus meiner Sicht Haaland, Lewandowski und ich weiß nicht, wer der dritte ist.
Lewandowski, ganz sicher. Und der dritte ist echt schwer. Also, ich würde jetzt da. Ich würde nicht einmal Haaland wählen. Ich würde wirklich sagen, ich mach so. Okay? Weil. Nicht umsonst waren die wieder Top 3 bei. Die drei Stürmer Top 3 bei der UEFA-Wahl. Du kannst den Messi nicht weglassen und du kannst, glaube ich, den Cristiano Ronaldo nicht weglassen. Lewandowski hat es absolut verdient. Da kann man darüber reden, ob man vielleicht statt Bruno Fernandes, wenn man nicht so Manchester United-Fan ist wie ich, da vielleicht in De Bruyne oder so rein will. Thiago hätte es sonst noch verdient. Gibt einige Karten, die da durchaus Potenzial haben. Also, das ist. Thiago, finde ich, war mega gut heuer. Allein weil die Champions League gewonnen haben. Also da muss ich halt schon den hervornehmen, die dann halt wirklich top, nicht nur irgendwie, ja. De Bruyne wahrscheinlich wäre sicher noch super. Sabitzer, ja, was willst du sagen? Sabitzer ist Sabitzer, einfach der beste Spieler der Welt. Nach Alaba. Und Kimmich hat es, glaube ich, auch absolut verdient. Der war super. Und die haben heute Ton auf Team of the Week. Davis habe ich eh schon gesagt. Er war halt. Mit seiner Schnelligkeit macht er viel von seinen defensiven Fehlern weg. Und da hat er echt super Saison gespielt. Er war wichtig, aber nicht überragend, finde ich. Er hat alle überrascht. Er war besser, als jeder geglaubt hat, finde ich. Aber er war nicht so gut, dass du sagst, das war vielleicht wirklich der allerbeste Linksverteidiger. Aber nachdem er die Champions League gewonnen hat mit Bayern, würde ich sagen, kannst du rein tun. Vor allem, wen würdest du sonst rein tun? Alaba. Aber sonst vielleicht Robertson noch. Also auf der linken Seite von denen, die zur Auswahl stehen, wäre das dann wahrscheinlich meine Wahl. Innenverteidiger tust du echt schwer, wenn du es rein. Also ich habe dann Ramos und Van Dijk. Die üblichen. Ja. Marquinhos ist schon ziemlich gut, glaube ich. Sonst. Das wäre eine Option gewesen. Im Mittelfeld hast du halt wirklich. Also da würde ich echt nur De Bruyne noch sehen, sonst. Henderson und ja, Thiago, da hätte ich dort vielleicht noch zur Auswahl gehabt. Weiß nicht, ob Kroos heuer so gut war. Stürmer finde ich sonst so interessant. Ja, hat es einige. Di Maria war gut bei Ding, aber nicht so gut. Haaland war halt auch super überragend, aber auch nicht so gut. Und sonst gibt es da nicht viel zur Auswahl. Mané, Mbappé, Neymar. Könntest halt auch wählen, aber ich finde die anderen drei haben sich mehr verdient. Aber die waren halt neben dem Mbappé sind ins Finale von der Champions League gekommen. Also da musst du sagen. Aber die Liga halt, ja, keine Ahnung. Aber die hätten sie auch verdient. Also du könntest genauso gut einfach sagen, du tust jetzt der D3 rein, also D2 rein, links und rechts Flügel. Würde ja. Also macht's, was ihr. Macht's. Votet mir, was ihr seid. Schreibt's in die Kommentare, wie ihr mein Vot findet. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ich muss dann noch den Screenshot machen, weil sonst glaubt mir das keiner, was ich da vote. Und dann, ja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, schreibt rein, wie es ihr gefunden habt, was ihr gewotet habt, ob es euch schon auf Totti freut oder nicht, ob ihr überhaupt schon jemals einen Totti gezogen habt. Ich noch nicht. Und machen wir mal Submit Vote. Schauen wir, was funktioniert. Oder ob die Server beinahe überladen sind. Ja, Download. Komm. Also ihr könnt dann auf Download klicken und dann habt ihr euer Team und das ist ja cool. Also 1 zu 1 ist gleiche Auflösung und 9 zu 16 ist verkehrte 16 zu 9 Auflösung. Also 16 zu 9 ist ja breiter als höher und 9 zu 16 ist dann genau umgekehrt wahrscheinlich. So, passt. Das war's von mir. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Das war mein Vote. Sagt, was ihr gewotet habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.